Ja, nochmal kurz Rückblick auf das Spiel letzte Woche gegen Wiesbaden. Zusammengefasst muss man wirklich sagen, hat meine Mannschaft eine tolle Moral, tollen Charakter gezeigt. Wir haben gerade in der ersten Halbzeit nicht so zu unserem Offensivspiel gefunden, wie wir das vielleicht aus den letzten Heimpartien gewohnt waren. Hat noch einige technische Fehler drin in der Ballannahme, wo wir dann es versäumt haben, klare Torchancen rauszuspielen. Und schlimmer, wir sind dann auch noch durch einen individuellen Fehler 0-1 in Rückstand geraten. Müssen aber auch sagen, dass wir gegen eine gute Wiesbadener Mannschaft gespielt haben, die sehr kompakt war. Da haben wir uns eben ja, einfach mal schwer getan in dem Heimspiel. Und in der zweiten Halbzeit war es dann wesentlich besser. Wir haben das Spiel dominiert, haben gedrückt auf den Ausgleich und ja, sind dann doch noch nach einem Ballverlust in den Konter gelaufen, wo wir es 2-0 kassieren. Aber nochmal zusammengefasst, sind eindrucksvoll zurückgekommen und haben dann, wenn man den Spielstand ja, letztendlich bewertet, das Maximum rausgeholt mit einem Punkt mehr. Kann man dann auch nicht erwarten, wenn man in den letzten 10 Minuten letztendlich noch 2 Tore macht. Zum Kader. Ja, die Spanne ist da, verletzt, wird wie gesagt dieses Jahr nicht mehr zum Einsatz kommen. Paddy Meier steht nicht zur Verfügung, das ärgert ihn wahrscheinlich selbst am meisten, aber uns natürlich genauso. Wir könnten ihn gut gebrauchen, aber er hat nach wie vor Knieprobleme. Da müssen wir jetzt einfach mal Woche für Woche abwarten, wie sich das entwickelt. Wichtig ist, dass nichts kaputt ist, dass da keine größere Verletzung vorliegt. Dass man einfach schauen, dass man die Beschwerden in den Griff bekommt. Dafür positiv, Christian Sauder macht jetzt schon wirklich ja, große Fortschritte. Teilweise ist auch Mannschaftstraining dabei. Aber jetzt muss er mal 2, 3 Wochen kontinuierlich auch mit der Mannschaft trainieren. Vielleicht das ein oder andere Spiel dann in der zweiten Mannschaft machen, um Spielpraxis zu bekommen. Aber bei ihm gehe ich fest davon aus, dass er uns dieses Jahr in absehbarer Zeit auch zur Verfügung steht. Marvin Schoscha steht uns wieder zur Verfügung, trainiert wieder voll mit und alle anderen. Ja, sind sowieso fit. Trotzdem wird es Veränderungen geben im Kader. Gott sei Dank nicht wegen Verletzungen. Trotzdem schade, dass Marc Schnatterer und Matthias Wittek aufgrund der 5. gelben Karte nicht zur Verfügung stehen. Also da wird es zwangsläufig dann auch Veränderungen im Kader bzw. auch in der Startformation geben. Unser Gegner, Wacker Burghausen, in der Hinrunde mit uns auf Augenhöhe, nur 2 Punkte Differenz nach der Vorrunde, was die Punktausbeute betrifft. Wir hatten eine empfindliche Niederlage in Burghausen hinnehmen müssen. Die hat wehgetan zu seiner Zeit. Zuletzt haben sie ja, ein bisschen Probleme gehabt, zumindest was die Ergebnisse betrifft. Aus den letzten 9 Spielen, glaube ich, nur ein Sieg. Wenn man auf das Spiel von Burghausen kommt, so wird man feststellen, es ist für mich eine der aggressivsten, laufstärksten Mannschaften, die es in der dritten Liga gibt, die den Gegner richtig auch aggressiv in Zweikämpfe letztendlich angehen. Zu uns. Ja, das, was ich vorhin zum letzten Spiel gesagt habe, in Wiesbaden, das wollen wir diesmal besser machen. Und wenn uns das gelingt, vor allen Dingen in der ersten Halbzeit, dann haben wir gute Chancen, das Spiel auch letztendlich zu gewinnen. Die Richtung stimmt nach wie vor. Und die Mannschaft, bin ich davon überzeugt, dass sie jetzt am Samstag einiges vorhat und alles dafür tun wird, um 3 Punkte zu holen. Deswegen, ja, kann ich nur jedem einzelnen Fan und Zuschauer empfehlen, am Samstag ins Stadion zu kommen. Dankeschön. Also ich fühle mich sehr wohl hier in Heidenheim. Ich wurde auch super von der Mannschaft aufgenommen oder auch von dem Umfeld, besser gesagt. Und habe mich auch mittlerweile hier gut eingelebt. Und klar, jede Woche zu spielen macht mir natürlich riesig Spaß. Und ich hoffe, dass es jetzt so weitergeht, dass wir weiter Punkte holen und vielleicht noch den Anschluss schaffen. Burghausen ist eine, ich sag mal, ekelhafte Mannschaft zu spielen. Sie sind stark offensiv, klar. Aber ich denke, wenn wir unser Potenzial abrufen und unsere Fähigkeiten ausspielen, dann denke ich, werden wir auch gegen Burghausen bestehen.